Die Digitalisierung im Medienbereich wird ja gerade in den klassischen Verlagshäusern auch oft immer noch als große Bedrohung gesehen. Ich sehe das aber ganz anders. Besonders im Lokaljournalismus bietet das Internet einfach auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, den Journalismus und den Lokaljournalismus weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, es geht eben insbesondere nur im gemeinsamen Zusammenspiel der Mediengattungen. Sowohl Print als auch Online als auch Offline-Veranstaltungen mit den Lesern sind meiner Meinung nach die Zukunft. Deshalb sagen wir auch bei Muckbook, wir sind das erste dreidimensionale Stadtmagazin Deutschlands, weil wir nämlich sagen, nicht nur online, nicht nur Print, nicht nur ein Leserclub mit Veranstaltungen, sondern wir brauchen alles zusammen. München bietet viele Chancen, wenn man Dinge umsetzen möchte hinsichtlich guter Leute, die mitmachen wollen und natürlich auch ein wahnsinnig gut gebildetes und interessiertes Publikum. Also so viele Menschen, die hier rumlaufen und gerne interessante Dinge über neue Läden, neue Kultur und neue Unternehmen erfahren möchten, gibt es vielleicht auch nicht in jeder Stadt. Wir können ihnen Netzwerke anbieten, wir können ihnen Ansprechpartner anbieten, wir können ihnen Unterstützung bei der Raumsuche anbieten. Was macht für dich in deinem Projekt München aus? Also so eine Journalistenschule ist schon ein guter Startpunkt, weil man sozusagen ein natürliches Netzwerk hat. Wir sind auf irgendwelchen Blogs, wir sind bei Facebook, alles Mögliche, was es gibt. Und man selbst filtert für sich raus, was interessant ist und was nicht. Also es reden ja immer alle von der Medienkrise und der Pressekrise, aber im Grunde geht es wirklich nur darum, es ist nur eine Finanzierungsmodellkrise. Es gibt in Wirklichkeit wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten, so viel wie noch nie zuvor mit Medien machen. Darum denke ich, kann die Stadt München hier vor allen Dingen helfen, die vielen neuen Projekte und Ideen, die entstanden sind, besser zu präsentieren. Da könnte die Stadt München sicherlich noch viel beitragen mit einer Roadshow der spannenden Independent-Medien dieser Stadt zum Beispiel. Wir sind der Mediencampus Bayern mit 120 Mitgliedern aus dem ganzen Medienbereich, darunter die Universitäten, Hochschulen, aber auch Medienunternehmen wie die Süddeutsche Zeitung und der Bayerische Rundfunk. Eine unserer größten Veranstaltungen ist der Mediencampus auf den Medientagen München, wo wir uns hier gerade befinden. Und hier bieten wir in unserer Ausbildungshalle Bühnenprogramm, Workshops zu neuen Trends. Darüber hinaus haben wir ganz viele interaktive Elemente, zum Beispiel die AFK Castingbox, wo man ausprobieren kann, wie bin ich im Moderieren. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass es das Kompetenzteam Kultur und Kreativwirtschaft gibt, um diese Vernetzungsveranstaltungen anzustoßen, um zu schauen, wie können wir die Branche weiter vernetzen, wo könnte es Synergien geben. Sind Sie auch Kultur- und Kreativschaffende oder Schaffender in der Metropolregion München? Brauchen Sie Beratung oder Hilfe bei der Suche nach Raum oder der Bildung von Netzwerken? Dann können wir Sie unterstützen. Das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München freut sich auf Ihre Nachricht. Ich bin Mona Knorr und wir sind zu erreichen unter kreativ@münchen.de.